Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hindinger Immobilien on Tour. Ich bin gerade im Säumepark in Obersendling in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Eidenbachstraße und unweit der S-Bahn-Stelle Haltestelle Siemenswerke. Hier betreue ich ja insgesamt 3 Mehrfamilienhäuser in der Vermietung schon seit vielen Jahren und gerade eben angekommen in einer 3-Zimmer-Gartenwohnung, die ich euch gleich zeigen werde mit einem virtuellen Rundgang. Wir handhaben es wie immer. Ihr fahrt bitte einmalig hier vorbei und macht bei Interesse ein Foto von außen, dass ihr da wart, dass ihr euch die Mikrolage angeguckt habt. Aufgrund von Corona müsst ihr euch auf Basis dieser virtuellen Besichtigung bitte bewerben. Die Wohnung ist in der Säumestraße 15, ist eine 3-Zimmer-Gartenwohnung. Ich zeige euch gleich alles. Wir filmen jetzt kurz erstmal hier innen und machen einen virtuellen Rundgang und dann führe ich euch nach draußen in den Garten. 2 Jahre Mindestmietdauer, indexierter Mietvertrag und eine Versicherungsgesellschaft als Eigentümer, somit kein Eigenbedarf. Viel Spaß bei der Besichtigung. Ich muss mich beeilen, weil der Mieter hat gleich ein Meeting, ein virtuelles und braucht das Arbeitszimmer. Deswegen leider ohne große Vorbereitung beginnen wir gleich mit der virtuellen Besichtigung. Viel Spaß! Also, ich stehe gerade in der Diele, bin hier gerade im Eingangsbereich reingekommen. Das Haus ist aus Baujahr 2006. Alle Zimmer haben Parkettboden und wir haben auch eine Videogegensprechanlage hier. Ein Gäste-WC, das linker Hand ist, das, wo ihr gerade die Lüftung schon hört, plus eine ablösefreie Einbauküche. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Das ist das Gäste-WC im Eingangsbereich. Ist oftmals bei Neubauwohnungen auch, fällt runter und die Bauträger denken nicht mehr dran. Ich denke aber, es ist sehr sinnvoll, wenn man mal Besuch hat, hat man ein separates WC. Rechter Hand ist der Blick zum Wohnzimmer. Hier rechts ist das Badezimmer, das ich euch gleich zeige und links die Einbauküche. Und hier von der Diele abgehend haben wir 2 Zimmer. Links das Elternschlafzimmer, wo ihr gerade das Babybett seht und hier mittig das Arbeitszimmer. Ich würde sagen, wir drehen uns mal kurz in das Elternschlafzimmer rein und ich zeige euch das. Eigentlich immer klassisch aufgeteilt. Wir haben rechts bodentiefe Fensterfronten, deswegen auch bei einer Erdgeschosswohnung sehr hell. Alle Zimmer haben Fernsehanschluss und Parkettböden und ihr seht hier sehr gut, trotz des Kinderbetts ist eigentlich ausreichend Platz. Wir gehen jetzt mal weiter, gucken kurz mal hier in den Teilbereich des Gartens, wo auch ein Gartentor ist. Und hier links ist die Stellfläche für einen Kleiderschrank. Wenn ich das richtig sehe, 1, 2, ich denke fast 3 Meter. Ja, das war das Schlafzimmer. Oh, die waren aber schon an vielen Ecken dieser Welt. Sehr schön. Aber um keine Zeit zu verlieren, geht es gleich weiter mit der virtuellen Besichtigung. Das war die Diele, wo wir gerade standen. Wir gucken jetzt links hier in das Gästezimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer. Das ist ein sehr quadratisches Zimmer, vielleicht nicht so einfach zu filmen. Aber man sieht ganz gut, es liegt absolut ruhig, der Säumepark, am Ende von 2 Sackgassen. Einmal hier rechts ist die Hoffmannstraße und links die Säumestraße, beides keine Durchgangsstraßen, absolut ruhig und ich denke mit dem Fahrrad ungefähr 6-7 Minuten von der Isar entfernt und auch die Haltestelle der Bob ist zu Fuß an den Siemenswerken und da seid ihr ganz schnell in der Innenstadt. Es geht weiter nach links, wir gucken einen kurzen Blick ins Bad. Hier ist immer in jeder Wohnung der Waschmaschinenanschluss. Könnte man auch einen Trockner drüber stellen, wie ihr es jetzt gerade seht, mit Badewanne. Baujahr 2006 bis 2008 wurde der Säumepark gebaut und ist immer noch sehr gepflegt und ordentlich. Dann links seht ihr jetzt die separate Einbauküche. Das ist eine Küche der Firma Leicht. Die haben wir auch in jeder Wohnung ablösefrei.
Das freut das Mieterherz. Eingebaut ist eine Geschirrspülmaschine, natürlich ein Ofen, Ceranfeld und hier ein Kühlschrank. Und rechts hier auch nochmal eine Stellfläche oder ein kleines Schränkchen für Putzmittel. Also diese komplette Küche mit Einbauten links und rechts ist ablösefrei und wird mitvermietet. Wir haben ein Spot-System hier unten, wo die Kabel runterhängen. Wir haben natürlich eine Spüle und hier auch eine Dunstesse. Es geht weiter rückwärts aus der Küche hinaus und wir schauen jetzt erstmal nur ins Wohnzimmer und wir machen ein separates Video dann vom Garten. Das ist Südostausrichtung, das heißt links in Richtung S-Bahn-Haltestelle Siemenswerke und Hoffmannstraße ist Osten und vor Kopf der Süden. Die Hecke ist sommergrün und erschwert den Einblick in den Garten, der riesig ist, den ich euch gleich zeigen werde. Ich mache noch mal einen kurzen Rundgang hier vom Wohnzimmer und ändere mal die Blickrichtung. Ach, eine süße Katze, Hallöchen. Ja, die schaut, was macht denn der fremde Mann hier? Der fremde Mann macht eine virtuelle Besichtigung. Ja, das ist das Wohnzimmer, selbstverständlich mit Platz für einen Esstisch. Und wir gucken nochmal bei den Pfingstrosen vorbei in die Diele, wo wir gerade herkamen, und hier rechter Hand ins Wohnzimmer. Ich würde sagen, von der virtuellen Besichtigung her werden wir jetzt gleich hier innen beenden und ich mache ein separates Video von außen. Ihr habt gesehen, aufgrund der Lage, die wir gerade haben, die Familie hat auch ein kleines Kind, möchten wir diese virtuelle Besichtigung euch als Ersatz anbieten für eine echte Besichtigung vor Ort. Das heißt, ihr fahrt bitte einmal vorbei, wie jetzt schon immer bei mir, schaut euch die Lage von außen an, macht mir ein Beweisbild, dass ihr da wart und dann könnt ihr euch auf Basis dieser Besichtigung bewerben und mir alle Unterlagen schicken. Danke für eure Geduld. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hindinger Immobilien on Tour. Heute aus Obersendling, Säumestraße 15 mit EU, eine Dreizimmer-Gartenwohnung. Vielen Dank. Jetzt beginnt Teil 2 meiner Besichtigung. Bei einer Gartenwohnung ist natürlich sehr entscheidend, wie ist der Garten aufgeteilt, wie einsichtig ist er und wie ihr seht, habt ihr hier eine sommergrüne Hecke, die Katze fühlt sich wohl. Das ist die Terrasse Richtung Süden, überdacht. Das heißt, auch im Sommer, wenn es mal regnet, kann man die sehr gut nutzen. Und ich gehe jetzt mal hier ins Eck, damit ihr das besser euch vorstellen könnt. Also zu dieser Gartenwohnung gehört der gesamte Garten, den ich jetzt hier filme, der riesig ist, der über die gesamte Wohnungstiefe verläuft. Und wir gehen einmal gemeinsam hier rum. Das ist, wie gesagt, die Südseite, wo wir gerade hier aus dem Balkon, aus dem Wohnzimmer rauskamen. Und es geht weiter nach Osten. Hier ist ein schönes Gemüsebeet, ein Hochbeet. Ihr habt natürlich selbstverständlich auch einen Wasseranschluss hier. Also Gartenwasser ist da. Und zusätzlich noch diesen Teil nach Osten mit dem kleinen Gewächshaus, das nimmt der Mieter leider mit, lecker Erdbeeren, und hier im separaten Gartentor, wo ihr einfach auch die Gartenabfälle und alles viel leichter entsorgen könnt. Und das ist der gesamte Garten, der zur Wohnung gehört. Die Hecke innen müsst ihr schneiden, außen und oben schneidet sie der Hausmeister. Hier ist jetzt nochmal zur besseren Orientierung das Elternschlafzimmer, wo wir gerade waren. Hier das Arbeitszimmer, Gästezimmer, dann Küche und dann Wohnzimmer. Wetter ist wieder wie bestellt, natürlich selbstverständlich ideal für eine Gartenwohnung. Der Sommer kommt, wer weiß, ob wir reisen dürfen und überhaupt wollen. Dann lieber Urlaub daheim im eigenen Garten. Ich habe die passende Wohnung für euch. Selbstverständlich gehört wie immer hier im Säumepark eine Tiefgarage dazu und ein großes Kellerabteil mit Strom und Licht. Also seid schnell, schaut euch die Umgebung an, schickt mir ein Beweisfoto von der Säumestraße 15
und bewerbt euch mit den üblichen Unterlagen bei info@hindinger-immobilien.de oder ruft mich an, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank und danke, dass ihr wieder auf meinem Kanal drauf seid und euch die virtuellen Besichtigungen anschaut. Tschüss!